Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Jo, ich zeige euch heute so ein bisschen mal ohne mein komisches Gequatsche einfach Angriffe aus unserem Jubiläums-CK. Also wir haben ein Jubiläums-CK hier bei Spätzle mit Soße gespielt. 50er Clankrieg, denn es ging für uns von Clan Level 19 auf Clan Level 20 und da haben wir gedacht, spielen wir mal 50er. Ich meine, wir spielen im Moment sowieso mit Masse 40er CKs, liegt schon die ganze Zeit, manchmal auch nur 30er, je nachdem, wie unsere Jungs hier in den Turnieren auch eingebunden sind. Aber mit Masse sind es dann doch schon 40er, die wir hier die ganze Zeit spielen. Und ja, das ist unser Jubiläums-Clankrieg gewesen. Haben wir ja schon so ein bisschen was raus live gesehen. Allerdings, ja, wie es bei uns so üblich ist, die letzten 20, 30, 40 Angriffe, weiß ich gar nicht mehr, wurden so in den letzten zwei Stunden gemacht oder zwei, drei Stunden gemacht. Ich mache heute mal den Anfang und höre jetzt aber einfach mal lange auf zu quatschen und ihr genießt einfach die schönen 3-Sterne-Angriffe. Viel Spaß dabei. Go back home.
nights like a daze. But oh, I'm feeling brazy as an hour on my late. Let's wait just one more day. I know I'm running away from moments. What am I becoming? I guess something's broken. Make me feel
Some
wanna see the light. I'm rich.
over, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster than we talk slow. Come over and start a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop a venom and on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Okay, Freunde, der letzte Angriff naht. Das waren jetzt fast 30 Minuten, ja, nicht ganz 30 Minuten. Only Clash of Clans, Rathaus 13 Angriffe, aber abgesehen, wir haben alles an Repertoire gezogen, also jegliche Angriffsstrategien, die im Moment genutzt werden, sind von uns in Benutzung, mal mehr, mal weniger gut, aber ich habe jetzt nur die drei Ständer gezeigt, aber wir haben noch unheimlich viele Angriffe auch im hochprozentigen Bereich gehabt, das heißt also auch knappe Angriffe, 99er waren dabei und die auch nicht zu knapp. Und echt schöner CK gewesen hier gegen den Clan Hungari. Spielen in der gleichen Liga, aber man muss schon sagen, ein bisschen mehr hätten wir vielleicht erwartet. Denn das Ergebnis ging dann am Ende doch sehr, sehr deutlich zu unseren Gunsten. Und kleine Zielvorgabe war dann, glaube ich, irgendwann schaffen wir die 25, also die Hälfte der Bases hier auf 3 Sterne. Und wir gucken uns gleich mal das Ergebnis an, auf wie viele Sterne wir letztendlich oder auf wie viele 3 Sterne wir letztendlich gekommen sind. Aber den Abschluss macht hier nochmal der Juli. Sehen wir jetzt schon zum zweiten Mal. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Ich habe mich jetzt, das habt ihr, glaube ich, auch so ein bisschen gesehen, von unten nach oben hin vorgearbeitet. Es kann auch sein, dass wir den einen oder anderen Angriff schon im Livestream schon gesehen haben, da wir an dem Abend oder in der Nacht war es ja eigentlich schon ein paar Angriffe gesehen haben. Und ich wollte das in jedem Fall hier für euch festhalten. Glückwunsch nochmal an den Clan Spätzle mit Soße zum Clan Level 20. Da oben rechts seht ihr noch, da waren wir noch 19, aber mittlerweile sind wir 20 und respektables Ergebnis. Oh, jetzt leckt es da einmal gerade so ein bisschen durch, wo es gerade ein bisschen viel wurde da auf dem Feld. Und respektabel und geht munter weiter hier auch in den Turnieren. Wir werden in der nächsten Saison auch die sogenannte MLCW mitspielen, also eine Minor War League. Und bin ich auch mal gespannt. Also kann mir vorstellen, dass wir schon ein bisschen mehr dann aus den Spätzles Clan kriegen sehen, aus den Events und so weiter. Und freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, dass es auch uns diesen Weg ebnet, an den Turnieren teilzunehmen und auch eigentlich immer ganz akzeptable CKs zu spielen. Ich glaube, wir sind jetzt nicht die schlechtesten, was Angriffe angeht, was Strategien angeht und auch was Planungen angeht. Also dauert manchmal ein bisschen länger, aber ihr seht ja, das Ergebnis spricht dann in jedem Fall für sich. Und damit ist das der letzte Angriff hier gewesen. Jetzt ist aber auch schon mein Tacho, zeigt gerade 30 an, 127 zu 50 und 27 3 Sterne, also leicht übers Ziel hinausgeschossen und 99 Attacken gewonnen, 100 Angriffe geused, also wirklich alle haben hier angegriffen. Keiner hat hier, glaube ich, einen Angriff nicht gemacht und so ein paar sind schon wieder weg, weil wir auch ein paar Gäste hatten, aber die gehören immer noch alle mit zum Club und wie gesagt, da waren wir noch 19, mittlerweile sind wir Clan Level 20, also nochmal Glückwunsch. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn ihr jetzt mal was Kommentarloses gesehen habt, ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Ich bedanke mich in jedem Fall fürs Zuschauen und wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis dahin, euer Toto. Clasht.